Hallo, wir sind hier in Assisi, in einer Stadt mit mittelalterlichem Flair, mitten in der italienischen Provinz Umbrien. Wir sind schon 5 Tage hier bei einer Jugendfahrt der Diözese Innsbruck. Über 100 Jugendliche sind mit uns da. In dieser Stadt wurde Franziskus und Clara geboren. Wir sagen euch, was für uns diese 5 Tage bedeutet haben. Hallo, ich bin die Hanna und ich bin jetzt schon zum zweiten Mal dabei und wie beim letzten Mal hat es mir sehr gut gefallen. Für mich ist Assisi einfach eine super Stadt, wo man vor allem wegen der Gemeinschaft, die Diözese, in der Diözese sind super Leute, mit denen kann man viel singen, Spaß haben, die Stadt erkunden. Und unter anderem ist es eine super Stadt, wo man sich besinnen kann, zu sich selber kommen kann und sich selber besser kennenlernen kann. Was für mich sehr wichtig war, dass es jetzt weitergeht mit dem Studium für mich und es so einfacher war, meinen Weg zu finden. Hallo, ich bin der Luca und ich bin jetzt zum ersten Mal dabei. Und mir hat gut gefallen, dass wir einfach andere Leute kennengelernt haben. Und die Abendgebete und die Messen haben mir gut gefallen. Hallo, ich bin die Melanie. Was mir an Assisi gut gefallen hat, ist, dass wir in so einer geschichtsträchtigen Stadt auch so viel Leben erlebt haben. Weil ob man oft meint, dass es Fahrt ist. Und dass wir so viel über Franziskus und Clara erfahren haben, die echt viel für die Kirche gemacht haben. Hallo, ich bin die Judith und ich bin jetzt das erste Mal da und es ist für mich echt schön, so viele neue Leute kennenzulernen. Und was für mich das Beste an der Woche eigentlich war, ist, wir haben auf der Piazza mit egal von woher alle zusammen gespielt und egal ob wir uns von der Sprachlichkeit her verstanden haben oder nicht, und das war für mich einfach super. Ich bin der Christoph und ich bin auch jetzt mittlerweile eigentlich das erste Mal nur dabei, aber es war trotzdem, die Gemeinschaft hat sehr viel Spaß gemacht, neue Leute kennenzulernen und auch über religiöse Personen, was sie alles aufgegeben haben, alles zu erfahren. Und natürlich waren auch die Kirchen wunderschön, wie alt sie sind und die ganze Gestaltung, was die damals schon alles aufgebaut haben. Und das macht wirklich die Wallfahrt wirklich zu einem sehr besonderen Erlebnis. Ich bin Bruder René. Es hat mich gefreut, mit den vielen Jugendlichen diese Tage hier zu erleben. Ich habe hier etwas von dem Frieden erlebt, den auch schon Franziskus und Clara erfahren haben. Es ist der Friede, der von Gott kommt. Und wir wünschen euch alle den Frieden.